So, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Kaffeepause. Wir haben jetzt den Ronald hier, einen Rechtsanwalt, der uns jetzt was über Cookies erzählt. Ronald war schon öfter bei uns Gast am Joomla Day und hat uns auch als Sponsor netterweise die letzten Jahre schon immer super unterstützt. Ja, Ronald. Du darfst Ja, loslegen. hallo, guten Nachmittag. Nein, was sagt man denn? Guten Tag einfach. Alle miteinander in dieser super, super, super spannenden Umgebung. Ja, und jetzt müssen wir hier die Vorträge machen. Das Live hat mir auch ein bisschen besser gefallen, aber ich finde das hier schon sehr, sehr spannend. Ja, was ich leider aus irgendwelchen Gründen nimmt er die erste Folie nicht. Deswegen seht ihr jetzt die zweite. Also ich hoffe, ihr seht sie. Wenn sie nicht zu sehen ist, muss man mir das sagen. Die erste Leider ist sie Folie nicht zu ist. sehen. Du müsstest bitte noch den Bildschirm teilen. Also, ich sehe es noch nicht, dass du geteilt hast. Moment. Bildschirm freigeben. Vollständiger Bildschirm erlauben. Jetzt? Ja, jetzt passt es. Aber ich sehe nur das Work Adventure. Ich sehe noch Ja, nicht meine drei. ich muss eben. Jetzt müsstet ihr es aber sehen. Ja, oder? Hier Ja, steht jetzt, ich jetzt teile den passt es. Bildschirm. Ja, Ja, genau. alles. Okay, gut. Also die erste Folie seht ihr nicht, aber ich kann es auch erzählen. Der Titel ist Cookie Banner Wahnsinn und kein Ende. Ja, die Cookie-Banner verfolgen uns schon eine ganze Weile. Und ja, warum Cookie-Banner Wahnsinn? Also das ist eigentlich so eine kleine Anknüpfung an die Datenschutzgruppe NEUB. Das sind diese österreichischen Aktivisten, die gegen Datenschutz, die ja insbesondere auch Facebook erfolgreich verklagt haben. Und die haben sich ja jetzt unlängst die Cookie-Banner vorgenommen und haben gesagt, dass sie eben dagegen vorgehen, haben 10.000 Cookie-Banner gesammelt und die eben an die Behörden weitergeleitet. Und ja, für die einen ist es halt eben, sind Cookie-Banner halt wahnsinnig oft falsch, für die anderen sind sie ein wahnsinniges Ärgernis und die anderen finden sie halt für den Datenschutz wahnsinnig wichtig. Und egal, wie man jetzt dazu steht, Fakt ist, wir werden mit den Cookie-Bannern definitiv leben müssen. Und darum soll es jetzt gehen. Und wir haben ja auch tatsächlich eben ein neues Gesetz, das zum 1.12. in Kraft tritt. Und ja, das wollen wir uns ganz kurz angucken, was das ist und was das für Konsequenzen hat. Ganz kurz, wer spricht hier? Das stand da eigentlich lange genug. Ja, ich war halt ein Weilchen an der Uni, war dann für die EU tätig in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Dann Anwalt und habe irgendwann 2017 gedacht, ach, also in Wirklichkeit habe ich immer solche Techies wie euch beneidet, weil ich wollte nämlich Location Independent werden. Also da gab es diesen ganzen Corona, ihr habt davon möglicherweise gehört, da soll es ja so eine Pandemie geben. Das gab es damals noch nicht und ich habe immer gelesen von den Techies, die so ortsunabhängig tätig sein können. Und ich konnte das nicht und habe die immer beneidet. Und dann habe ich mir irgendwie ausgedacht, wie ich das doch kann. Und die Antwort waren eben zwei Projekte, Easy Rechtssicher und easycontracts.de, wo es einmal um rechtssichere Websites, das ist das, worüber wir heute reden, geht, und zum anderen um rechtssichere AGBs und Verträge für Online-Unternehmer. Klitzekleinen Moment, ich bin nämlich Corona-bedingt gerade alleinerziehend und muss mal eben Leben reinmachen. Bitte, mach den Kopfhörer bitte wieder rein. Mach den Kopfhörer bitte wieder rein. So, das hilft leider nichts. Ja, Kinder zur Ruhe stellen ist auch nicht so einfach, wenn sie 6 sind. Nee, wie machst du ihn bitte wieder rein? Mach ihn bitte wieder rein. So, also. Das kann echt nicht wahr sein. Naja, dann ist das halt so. Ich hoffe, die Nebengeräusche sind nicht zu störend.
Ich muss sehen, dass Sie mich von meiner Konzentration nicht abbringen. So, neues Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien. Das ist das neue Gesetz, TDDSG, und das tritt in der Tat zum 1.12. in Kraft. Die Grundlage dafür ist eine EU-Richtlinie, mit der wir eigentlich schon zu tun haben, und tatsächlich ist es auch nur ein Gesetz, was dazu dient, diese EU-Richtlinie in nationales Gesetz umzusetzen. So, was ist die Konsequenz dieses Gesetzes? Auch letztlich altbekanntes eben aus der Linie, aus der Richtlinie, aus der europarechtskonformen Umsetzung. Und danach ist eben für die Setzung oder das Auslesen von Cookies oder anderen Daten im Endgerät des Nutzers eine Einwilligung erforderlich. Die einzige Ausnahme sind die nur notwendigen Cookies. Das gucken wir uns gleich an. Also immer, wenn Cookies oder eben auf andere Weise Daten ausgelesen werden, dann ist eine Einwilligung erforderlich. Und tatsächlich ist es eigentlich immer ganz sinnvoll, das kommt immer zu kurz, glaube ich, ist es ganz sinnvoll, wenn man mal kurz auflistet oder aufzeigt, was da eigentlich drinsteht. Und das Gesetz ist ja relativ spartanisch. Das ist eigentlich das, was ich eben schon gesagt habe. Und eben dann die Ausnahme in 25 Absatz 2, eben insbesondere, wenn die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder der Zugriff auf bereits gespeicherte Informationen unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter eines Telemediendienstes einen Telemediendienst zur Verfügung stellen kann. Das sind die sogenannten notwendigen Cookies. Nur dann brauchen wir die Einwilligung nach Paragraph 25 TTDSG nicht. Ja, das TTDSG, also das neue Cookie-Gesetz, sagen wir mal einfach kurz, hat, also, oder woran man bei den Cookies eigentlich immer gedacht hat, oder wahrscheinlich auch viele immer gedacht haben, ist, dass das mit dem Datenschutz zu tun hat und dass es eine Frage der DSGVO ist. Und tatsächlich ist es das aber nicht oder nur begrenzt. Das ist vielleicht ein Grund, warum man das so geregelt hat, aber es ist nur begrenzt der Rechtsgedanke von diesem Cookie-Gesetz, sondern der Rechtsgedanke ist eher, wie eben schon die Überschrift zeigt, der Schutz der Privatsphäre. Also es geht eigentlich um sowas wie die Schutz der Privatsphäre, den Schonung in Anführungsstrichen, weil es eben darum geht, dass die Cookies einfach auf deinen Rechner gespeichert werden, ohne dass du damit einverstanden bist. Ja, also im übertragenen Sinne ist es ja quasi genauso, als würde irgendjemand was bei dir in der Wohnung abstellen und hier stellt es halt auf deinem Computer ab, was digital ist, oder eben, dass es ausgespäht wird. Also ja, letztlich auch von mir aus können wir auch einen Bogen schlagen zum Brief. Ja, also Leute, die dir einfach Post in den Briefkasten werfen, das weiß wahrscheinlich auch jeder, zumindest wenn du dann sagst, ich will keine Werbung, dann muss das eben auch unterlassen werden. Und man darf nicht einfach Post oder Dinge jemandem reinwerfen, der das nicht will. Und man darf natürlich erst recht nicht einfach die Post auslesen. Also jetzt stelle man sich vor, also das ist ja etwas, was beim Fingerprinting zum Beispiel häufig passiert. Ja, da kommt jemand und liest sozusagen die Daten in deinem Browser aus und benutzt diese Informationen. Und das ist im übertragenen Sinne genau das Gleiche, als würde der Briefträger oder als würde sogar jemand vorbeikommen, kurz mal in deinen Briefkasten und dann guckt er mal, na, was hat er denn für Werbung hier? Der interessiert sich für Joomla, der interessiert sich für Webseiten, der interessiert sich für Mittwald, in deren Raum wir ja sind, der interessiert sich für Easy Rechtssicher. Dem können wir jetzt Werbung für was auch immer schicken, ja? Das geht natürlich nicht. Und das ist so ein bisschen dieser Rechtsgedanke der Cookie-Richtlinie und des Cookie-Gesetzes. Und das hat
so eine etwas andere Komponente damit eben auch noch als nur DSGVO, als Datenschutz. Ja, natürlich ist die Konsequenz, wenn das nicht ausgelesen werden kann und wenn das nicht einfach da gespeichert werden kann, was ja dann nur letztlich dazu führt, dass wieder mehr Informationen über einen selbst offenbart werden, dann hat das natürlich zur Konsequenz, dass das auch Daten schützt. Aber das ist gar nicht sozusagen der hundertprozentige Grundgedanke da drin. Und das bedeutet eben, dass schon dieses Cookie-Gesetz und auch die DSGVO eigentlich ja schon zwei unterschiedliche Stränge sind und von daher das auch nicht 100% übereingeht. So, was bedeutet das erstmal, wenn man jetzt die Anwendungsbereiche, dann kann man sich halt fragen, und da gibt es ja auch so eine gewisse Entwicklung. Wir haben jetzt Google Analytics 4 quasi, wo es eben nicht mehr darum geht, dass Cookies gesetzt werden. Also auch Google hat logischerweise, wenig überraschend, die haben wahrscheinlich, bevor das Gesetz überhaupt nur vorgeschlagen wurde, schon gewusst, dass es das Gesetz irgendwann geben wird, weil sie die Daten der ganzen Abgeordneten kennen, die das beschlossen haben, vielleicht. Ich weiß ja nicht, was die da auswerten oder nicht. Wie auch immer, inzwischen ist es natürlich auch längst kein Geheimnis mehr. Also die haben diese Cookie-Problematik definitiv mitbekommen. Und, Entschuldigung, nochmal eben. Levi, machst du das bitte wenigstens leiser? Mach es bitte leiser. Oder mach was anderes. So, danke. So, also die haben natürlich längst mitgekriegt, dass das mit den Cookies problematisch ist. Und weil das mit den Cookies problematisch sind, haben die sich eben auch überlegt, okay, wie können wir das denn lösen und dieses ganze Cookie-Gesetz sozusagen unterwandern. Und ich nehme nicht an, dass Google die Einzigen sind, die daran arbeiten, sondern das wird natürlich weitergehen. Und das werden auch noch ganz andere haben oder vielleicht auch schon haben. Und ich weiß es nicht. Ich nehme an, hier im Raum, Raum in Anführungsstrichen, sind lauter Leute, die das vielleicht besser wissen als ich. So, und da geht es also eben darum, insbesondere um Fingerprinting, um Daten von Leuten so zusammenzuführen, ohne dass ich auf Cookies zurückzugreifen muss. Und sodass eben dann in der Tat die Konsequenz ist, es wird nicht in die Integrität des Endgerätes eingegriffen. Und dann stellt sich schon die Frage, okay, was bedeutet das eigentlich, wenn tatsächlich nicht Cookies gespeichert werden, wenn es eben nicht sozusagen der Brief ist, der dir in den Briefkasten geworfen ist, obwohl du das nicht willst. Wobei man ganz klar sagen muss, das Briefbildnis hinkt, weil Briefe darf man grundsätzlich zustellen, wenn nicht gesagt wird, ich will nicht. Aber während man Cookies nur setzen darf, wenn man vorher sagt, ich will. Also das ist schon ein bisschen Unterschied. Insofern hinkt ein bisschen der Briefvergleich. Aber vielleicht brauche ich den Vergleich auch gar nicht, weil hier sowieso Leute sitzen, die besser mit Cookies und denken können als mit Briefen noch. Wer kriegt eigentlich noch Briefe? Gut, also wie auch immer, es wird eben nicht in die Integrität des Endgerätes eingegriffen. Ja, also der Schutz der Privatsphäre, es wird nicht zack, ein Cookie einfach gespeichert und ich habe den dann auf meinem Rechner, obwohl ich das gar nicht will, sondern ich werde sozusagen durch andere Mechanismen verfolgt und es wird daran anhand dessen erkannt, wer ich bin. Und dann stellt sich schon die Frage, gilt dann das TTDSG oder eben nur die DSGVO? Das ist, im Grundsatz ist das auf jeden Fall streitig. Manche nehmen an, wenn man den 25 TSG, also das am Anfang, die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers und dann geht es weiter, oder der Zugriff auf Informationen, die bereits in der Endeinrichtung gespeichert sind, ist nur zulässig und so weiter.
So, wenn man jetzt sagt, okay, es kommt auch auf die bereits gespeicherten Informationen an, die ja insbesondere beim Fingerprinting ausgelesen werden. Also welchen Browser hat der, welche Einstellungen sind da? Ich glaube, ich brauche das nicht erklären, beziehungsweise das können wahrscheinlich alle hier besser erklären als ich. Aber das ist ja das, worum es beim Fingerprinting geht, dass ich sozusagen anhand der individuellen Einstellungen und vielen anderen Informationen eben erkenne, ha, da ist der Candlehart wieder unterwegs und macht wieder irgendwas mit Jura. Ja, das wird das nicht gespeichert, sondern eben da werden diese Informationen abgerufen. Es gibt welche, die sagen, das reicht mir aus, dann ist das TT-DSG eben auch Anwendung, findet auch Anwendung, also auch zum Beispiel eben auf Google 4 und damit wäre eben Google Analytics 4 auch nicht zulässig. Andere sagen aber, es gilt nur die DSGVO und das würde dann in der Tat bedeuten, dass dann dieser ganz rigide Mechanismus der TT-DSG, der würde aufgeweicht, weil die TT-DSG kennt nur eine einzige Erlaubnis, das ist die Einwilligung. Also yes or no. Und wenn es ein No ist, dann ist Ende Gelände. Und in der DSGVO, das wissen wir alle, ist die Einwilligung eben nur eine mögliche Rechtsgrundlage. Die anderen beiden sind insbesondere, wenn es die Vertragszwecke gebieten und wenn es nach einer Interessenabwägung erforderlich ist. So, ob das dann wirklich auch zu einer großen Erweiterung der Zulässigkeit führt, wenn sich denn dieser Gedanke annimmt, auch darüber kann man, also darüber kann man, oder daran kann man zweifeln, so, denn also zu Vertragszwecken, ja, da ist es so, dass man sich eben mit dem Vertrag häufig schon eine Rechtseinwilligung einholen kann und die auch wahrscheinlich häufig bekommt, sodass das jedenfalls weniger relevant ist und insbesondere natürlich für das ganze Marketing nicht relevant ist, weil die Vertragszwecke eben Vertragszwecke sind und das ganze Marketing ja eigentlich darauf abzielt, ich will endlich einen Vertrag haben. Also kauf endlich. Ja, ich habe dich jetzt durch meinen ganzen Funnel an der 27. Stelle, du bist jetzt reif. So, kauf. Aber das ist das Marketingteil, aber das ist ja noch nicht der Vertragszweckteil. Also an der Stelle würde es gar nichts nützen. Und bei der Interessenabwägung kann man eben halt große Zweifel haben, ob und inwieweit die Absicht sozusagen Menschen perfekt durch einen Kauffunnel zu führen, wenn wir jetzt mal bei diesem vielleicht Hauptanwendungsfall von, sagen wir mal, problematischen Cookies bleiben, dann wird man sich schon die Frage stellen, ob zum Beispiel ein Fingerprinting oder ob eben eine so tiefe Analyse, wie sie bei Google Analytics 4 vorgenommen wird, ob die dann nach einer Interessenabwägung gerechtfertigt sein kann. Da hätte ich erhebliche Zweifel. Summa summarum kann man sagen, ja, es hat ein bisschen anderen Inhalt und ob aber wirklich, wenn man sozusagen für irgendwelche Tracking-Tools nicht auf das TT-DSG abstellt, sondern auf die DSGVO, ob das eine deutliche Erweiterung von Zulässigkeiten darstellt, kann man definitiv bezweifeln. So, ja, damit ist auch das nächste Thema, also die Frage ist eben, das habe ich aber auch schon gesagt, nur Kekse, ne? Nein, es ist eben nicht nur Kekse, sondern letztlich alles, was irgendwie eine Nachverfolgung des Nutzers ermöglicht. All das, immer dann ist das anwendbar, also immer wenn, ja, wenn Daten gespeichert werden im Endgerät oder wenn aus dem Endgerät Daten ausgelesen werden. Wenn das theoretisch es ein Tracking geben würde, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt Google Analytics 4 zu Ende denke, wenn Google Analytics sozusagen, ja, weiß ich gar nicht, wenn die quasi schon vorhersagen könnten, wo ich als nächstes, was ich aufrufe, oder wenn die sagen könnten, okay, der war erst bei Easy Rechtssicher, jetzt war er bei Easy Contracts, und danach ist er bei Mittwald, auf der Webseite. Das kann nur der Candlehart sein, ja. Sonst hat keiner so einen Verlauf. Wenn die das theoretisch
hinkriegen würden, dann stellt sich natürlich schon die Frage, ob nicht irgendwann dann eben auch diese Verfolgungsmöglichkeiten dann eben nicht mehr erfasst werden. Also da gibt es, wenn man so will, oder zumindest in der Theorie, könnte man da einen Wettlauf kreieren zwischen den Verfolgungsmöglichkeiten oder den Tracking-Möglichkeiten und den gesetzlichen Maßnahmen. Aber zumindest für jetzt muss man wohl sagen, dass TT-DSG und auch DSGVO ja relativ deutliche Grenzen den jetzt bekannten Tracking-Mechanismen geben. Wenn einer eins kennt, das damit nicht kollidiert, immer gerne. So, welche Cookies betrifft das denn? Oder welche, ups, jetzt habe ich den, nee, das will ich gar nicht, ich hätte es ausmachen können, aber egal. So, welche Cookies betrifft das denn? Also, es gibt verschiedene Arten von Cookies, das muss ich hier wahrscheinlich auch nicht zu sehr ausführen in technischer Hinsicht, aber mir geht es jetzt so ein bisschen, was sind das für juristische Grundgedanken? Also, grundsätzlich ist es so, dass man unterscheiden kann zwischen Session-Cookie und Persistent-Cookie, wo eben der Session-Cookie eben nur für eine Sitzung gilt und der andere eben länger ist. Wie lange auch immer, das kann man ja dann auch unter Umständen je nach Cookie verschieden einstellen. Und das heißt aber letztlich nur, dass eben Session-Cookies sind natürlich datenschutztechnisch ein geringerer Eingriff als ein Persistent-Cookie, der noch weiter auf dem Gerät des Nutzers gespeichert bleibt. Und generell kann man damit sagen, dass Session-Cookies damit sozusagen unproblematischer sind. Aber Fakt ist, wir haben gesehen, der Rechtsgedanke ist Schutz der Privatsphäre. Also welchen Cookie ich da speichere beim Nutzer, ist eigentlich letztlich gleichgültig, weil beides ist ja dieser Eingriff in die Privatsphäre. Aber wir werden diesen Gedanken später bei der Einordnung, was sind eigentlich notwendige Cookies, also wo gilt das denn nicht, da werden wir den nochmal wieder aufgreifen. Deswegen erzähle ich das hier. So, und dann haben wir die nächste Unterscheidung, eben First-Party-Cookie, Third-Party-Cookie und auch da eben der First-Party-Cookie, der nur sozusagen dein einer ist. Und es gibt wieder eben den datenschutzrechtlich viel problematischeren Third-Party-Cookie, wo eben der Cookie nicht nur Daten an den gibt, bei dem ich gerade auf der Website bin, sondern eben auch an einen Dritten, den der Nutzer eben vielleicht auch gar nicht kennt. Und das kann eigentlich letztlich jeder sein, der eben nicht du selbst bist. Also man könnte denken, dass es ein Dienstleister, mit dem man einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen hat, dass das dafür nicht gilt, weil der AVV das so ein bisschen gleichschaltet mit dir selbst. Aber auch das wird grundsätzlich so gesehen. Das heißt, jeder Third-Party-Cookie ist eben zumindest datenschutzrechtlich grundsätzlich problematisch. Aber auch da, ne, wir haben wieder gesehen, der Eingriff in die Privatsphäre ist natürlich bei beiden Cookies gleich, sodass auch das letztlich kein Grund ist, warum einer dieser Cookies der Sache nicht unterfällt. Und eben genau, tatsächlich kann man es sogar eben auf die Spitze treiben und sagen, ne, es kommt nicht mal darauf an, ob es personenbezogene Daten sind. Ja, es reicht, wenn überhaupt ein Cookie gesetzt wird. Und damit ist also die einzige Frage, die übrig bleibt, ist es ein notwendiger Cookie oder nicht? Jo, warum geht es jetzt nicht weiter? Ah, so. Gut, ja, was sind denn nun diese notwendigen Cookies? Notwendigen Cookies sind alle Cookies, die für die Funktion der Website erforderlich sind. Also theoretische Gegenprobe, funktioniert die Website ohne den Cookie noch? Ja, wenn sie nicht mehr funktioniert, dann ist das zumindest mal ein Indiz, dass es ein notwendiger Cookie ist. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass man die Website so programmiert, dass wenn der Cookie nicht gesetzt wird, sie abstürzt, sondern das muss natürlich schon im Rahmen der technischen Notwendigkeiten sein. Ja, aber, und wir gehen noch mal zurück, eben zu diesem Gesetz. Und da gibt es
ein schönen Passus, ja, also wenn die Speicherung, also 25 Absatz 2, zweite Alternative, Moment, genau, und da geht es, der letzte Halbsatz, unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter eines Telemediendienstes einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen kann. Ja, also es geht damit also nicht mehr nur um die technische Notwendigkeit, sondern auch das, was der Nutzer erwartet. Machen wir ein glasklares Beispiel, der Warenkorb-Cookie. Ja? Der ist übrigens, ist der Warenkorb, und dass man ihn bearbeiten kann, ist sogar gesetzlich nach der Fernabsatzrichtlinie gesetzlich erforderlich. Aber eben auch der Nutzer erwartet eben, wenn er so einen Warenkorb aufruft, dass, wenn er weiter einkaufen geht, der Warenkorb nicht wieder verschwunden ist, sondern ja, der will ja einen Warenkorb haben, und dieser Warenkorb funktioniert eben mit einem Cookie, weil die Website kann ja nicht wissen, wer da klickt, also jedenfalls nicht ohne den Cookie, sodass das eben ein Einfallstor dafür ist, dass es eben auch auf die Erwartung der Nutzer ankommt. Es kommt darauf an, nicht nur, ob die Website überhaupt technisch funktioniert, sondern ob sie auch so funktioniert, wie der Nutzer das will. Ja, also Beispiel eben Warenkorb-Cookie oder Beispiel Sprach-Cookie, ja, also der die Spracheinstellungen speichert. Ja, da surft einer auf Spanisch und hat Spanisch ausgewählt, und dann erwartet er natürlich, wenn er an eine Seite weiterklickt, dass die im Idealfall nicht plötzlich Serbo-Kroatisch spricht. Und auch da hätten wir einen Fall, wo die Website theoretisch funktioniert, aber eben nicht mehr für den Nutzer, der Spanisch spricht und nicht Serbo-Kroatisch. So, also wichtig, es kommt eben nicht nur auf die technischen Gegebenheiten, sondern auch auf die Erwartung des Nutzers an. Dann ist es ein notwendiger Cookie. Wenn es ein notwendiger Cookie ist, dann 25 Absatz 2, ich gehe da jetzt nicht wieder hin zurück, dann ist der anwendbar, und dann ist eben die Einwilligung nicht mehr erforderlich. So, ich habe mal so eine kleine Cookie-Ampel versucht. Ja, das ist so der Gedanke, also was ist grün, ja, was ist gelb, wo ist es schwierig, und was ist rot? Also auf gut Deutsch, grün ist eindeutig notwendige Cookies, rot sind Cookies, die eindeutig ein Opt-in benötigen, und gelb sind die, ja, das erwartet ihr von einem Juristen. Was ist die klassische Antwort eines Juristen? It depends, es kommt darauf an. Ne? Und das haben wir bei der Gruppe der gelben Cookies, da kann man sich also fragen, ist das jetzt ein Fall von notwendiger Cookie oder ist es ein Fall, wo ich ein Opt-in brauche? Ja, es gibt nur diese Dichotomie. Es gibt nur entweder bedarf es einer Einwilligung. Also auch die roten Cookies sind ja nicht unzulässig, aber sie brauchen eine Einwilligung. Und die grünen, da brauche ich das eben nicht. Da brauche ich keine Einwilligung. Ja, da muss ich den Nutzer nicht mal aufklären. Auf gut Deutsch, ich brauche noch nicht mal einen Cookie-Banner. Ja, so, und das wollen wir mal kurz durchgehen. So, das sind die notwendigen Cookies. Zwei davon habe ich schon besprochen, also den Warenkorb-Cookie und den Sprach-Cookie. Ja, Lastenverteilung, Session-Cookies, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal tausendprozentig, was es ist. Ich habe nur eine grobe Idee, aber jedenfalls, die sind grün. Also Flash-Cookies, aber eben nur, soweit die technisch erforderlichen Informationen gespeichert sind und eben nicht, soweit es darum geht, den Nutzer auszuspähen, also wie weit hat er geguckt, etc., wie mutmaßlich ist er interessiert, sondern eben nur, damit eben das funktioniert, dass zum Beispiel ein Video da abgespielt wird. Dann insbesondere alle möglichen Sicherheitscookies, ja, da insbesondere eben auch, oder das ist einer der eher seltenen Fälle, wo Persistent Cookies zulässig sind, wo es eben um die Erkennung von Spam oder zur Abwehr von Angriffen geht. Klar, ne, also wenn ich einen Bot erkennen will,
und nicht irgendwie speichere, dass der vor 55 Millisekunden gerade wieder versucht hat, sich einzuloggen, dann kann ich natürlich möglicherweise auch solche Angriffe nicht abwehren. Auch klar, Login-Cookies, also zumindest jedenfalls, wenn sie reine Session-Cookies sind. Ob das darüber hinausgehend dann noch notwendig ist, ob der Nutzer das erwartet. Ich persönlich würde wahrscheinlich schwer fluchen, jedenfalls, wenn es eine untergeordnet wichtige Website ist, wo ich mich ständig Login machen muss. Also untergeordnet wichtig meine ich, klar, also wenn ich mit meiner Bank interagiere, dann möchte ich eigentlich wahrscheinlich keinen Login-Cookie. Ich weiß gar nicht, ob man das teilweise aktivieren kann bei Banken. Ich habe es noch nie gemacht, aber könnte man natürlich theoretisch, wäre aber ein bisschen problematisch, wenn jemand sich mal dein Gerät schnappt. Und ja, und dann eben User-Input-Cookies. Und natürlich auch der Cookie deines Cookie-Banners. Ja? Wenn du einen Cookie-Banner hast, muss ja auch der irgendwie wissen, hat er jetzt die Einwilligung erteilt oder nicht. Ja? Zumal man Einwilligung ja ganz generell eben auch dokumentieren muss. Gut. Ja, das war, glaube ich, diese Gruppe. Interessanter sind halt die Gelben, aber wir machen einfach mal die Roten vorher und dann gucken wir mal sozusagen von vorne und von hinten, wo dann die Mitte ist, wo es problematisch ist. So, wir haben also Rot, Werbe- und Tracking-Cookies und Profiling. Das sind insbesondere die Cookies, die definitiv ein Opt-in, also eine Einwilligung benötigen. Tracking-Cookies, sozialer Plug-in, also Plugins, also der Klassiker, insbesondere Facebook-Like-Button. Dann die Third-Party-Cookies zu Werbezwecken, alles, was Google Ads und so weiter anbetrifft und alles Mögliche, was in diese Richtung geht. Third-Party-Analyze-Cookies, da sind wir bei Google Analytics und allen möglichen anderen Trackern, die es da so gibt. Also, das ist eindeutig rot, da geht es nicht ohne. So, was ist in der Mitte? Was sind das sind insbesondere die Komfort-Cookies, ja? Warenkorb- oder Einstellungs-Cookies, zumindest sitzungsübergreifend, ja? Cookies, die dem Nutzer ermöglichen, zuletzt verwendete Orte auf der Website aufzusuchen, wo ich also gleich, was weiß ich, auf die Seite komme, die mich interessiert. Cookies, die eine vorhandene Anmeldung erkennen, also auch da sind es Persistent Cookies. Das sind alles Cookies, wo man sich fragen kann, sind die erlaubt? Aus technischer Sicht muss man ganz klar sagen, ja, das sind Komfortfunktionen, aber notwendig, um die Seite also technisch notwendig, um die Seite nutzen zu können, sind sie es nicht. Und man kann sich höchstens die Frage stellen, naja, ist das das, was der Nutzer erwartet? Ist es das, was er haben will? Ist es das, wovon er sowieso ausgeht, dass mein Warenkorb gefälligst noch da ist? Also ich wette, es gibt unter euch den einen oder anderen, der irgendwo noch einen Warenkorb offen hat auf irgendeinem Browser und noch nicht abgeschickt hat, weil er sich noch überlegt zum Beispiel, ob er das kauft oder nicht. Da ist die Frage, ist es schon das, was der Kunde erwartet? Ist es wirklich notwendig? Oder erwartet er das eigentlich nicht und ist es damit nicht notwendig? Das sind so die Graubereiche, die Gelbbereiche. Und eine ganz große Gruppe, deswegen habe ich ihr einen eigenen Bereich gebildet, sind First-Party-Analyze-Cookies. Und da gibt es eine fast schon überraschende Einschätzung der Datenschutzgruppe. Also die Datenschutzgruppe ist eine Zusammenkunft der Datenschutzbehörden der einzelnen EU-Staaten. Und die haben gesagt, das ist kaum ein Datenschutzrisiko, wenn sie, und das sind jetzt die Voraussetzungen, ausschließlich für den Anbieter genutzt werden, also eben First-Party-Analyze-Cookie, nur ich gucke da rein, ja, und ich schicke die eben, teile die eben nicht mit Google oder mit wem auch immer. Es gibt unmissverständliche Hinweise in der Datenschutzerklärung, dass die eben verwendet werden. Und es gibt ausreichende Datenschutzgarantien, insbesondere eine benutzerfreundliche Möglichkeit zur Abwahl. Ja, also wenn zum Beispiel eben, dann muss in der
in der Datenschutzerklärung muss also eben dieser Hinweis sein. Also ich mache das jetzt mal am Beispiel Matomo. Jawohl, hier wird Matomo verwendet, das und das wird aufgezeichnet. Und wenn du das nicht willst, dann klicke hier oder trage was auch immer da ein. Möglichst einfach, ja, benutzerfreundliche Möglichkeit. Und dann muss das abgewählt werden können. Tatsächlich kann und sollte man wohl empfehlen, dass so eine Möglichkeit sogar auch im Footer zum Beispiel bereitgestellt wird. Dass man also sagen würde, Widerspruch für Matomo-Tracking oder so und dass man da so einen eigenen Button hat. Das ist noch nicht entschieden, aber man könnte sich fragen, ob es eine hinreichend benutzerfreundliche Möglichkeit ist, wenn es nur in der Datenschutzerklärung passiert. Aber ja, dazu gibt es noch keine Entscheidung. Wer das nutzen will, dem sei zumindest, also wir sehen, ne, also das hier ist schon gelb, ja, die Datenschutzgruppe ist nicht verbindlich, aber es ist zumindest ein Indiz dafür oder ein Indiz für eine Zulässigkeit, aber eben nicht verbindlich. Am Ende entscheiden die Gerichte souverän, aber eben wenn die Datenschutzgruppe schon sagt, dass das kaum ein Datenschutzrisiko ist, dann wird man davon ausgehen können, dass die Chance, dass die Behörde das verfolgt, eben auch relativ klein ist. Aber ja, also wer sich dafür entscheidet und das einigermaßen sicher haben will, dem würde ich sagen, der macht auch noch so eine Abwahlmöglichkeit im Footer, sodass das eben immer zur Verfügung steht. Und der nächste Punkt ist eben, es müssen umfassende Anonymisierungsmechanismen für die Informationen, also insbesondere müssen die IP-Adressen wenigstens gekürzt werden. Und das eben eingehalten ist, und ich sag mal, das ist zum Beispiel mit einem rein internen Matomo möglich und ist ja auch noch mit anderen Tools möglich, aber ich glaube, Matomo ist wahrscheinlich das weit verbreitetste, deswegen erwähne ich es. Und wenn also diese Voraussetzung eingehalten ist, dann ist man im gelben, vielleicht sogar schwach grünen, gelb-grünen Bereich. Und das sind also der Bereich dieses und dieses, wo man sich fragen kann, okay, da kann ich möglicherweise eben ohne ohne ins Risiko zu laufen, kann ich diese Sachen noch zu verwenden oder ohne in ein großes Risiko zu wenden. So, also auf gut Deutsch, dass die Konsequenzen des Gesetzes sind eigentlich kleiner, weil eben, wie gesagt, es war vorher durch europarechtskonforme Auslegung eigentlich auch immer Rechtsstand, aber wir hatten ja eine ganz, ganz merkwürdige Gesetzeslage, das wiederhole ich jetzt nicht. Insofern bringt es schon etwas mehr Klarheit auch für Deutschland. Man kann eben recht leicht erkennen, wann ich ein Opt-in auf jeden Fall brauche. Und dann ist eben das Ergebnis, wollen wir eben sehen. Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Du hast noch 5 Minuten. Okay, ja, das passt aber. Gut. Alles klar. Also dann ist eben das Ergebnis, dass man sagen kann, wenn ich eine Website habe mit maximal interner Analyse, also wir erinnern uns an diese Voraussetzung, und keine Werbe-Cookies, dann können zumindest dann muss ich als Anwalt sagen, nee, mach mal lieber. Also als Anwalt sage ich, das hier geht, das alles nicht. Ne? Das sage ich als Anwalt, das sage ich jetzt auch. Also das geht nicht. Als Online-Unternehmer sage ich, das geht, klar. Das hat ein, müsst ihr... müsst ihr selbst überlegen. Ja, also bei nur notwendigen Cookies, also wir haben gesehen, bei Rot, ne, ist ganz klar, dann brauche ich einen Cookie-Banner. Voreingestellt sind nur die notwendigen Cookies. Ich muss über die Daten informieren. Die Details können in der Datenschutzerklärung stehen. Cookie-Richtlinie ist zumindest nicht zwingend erforderlich, aber gegebenenfalls empfehlenswert. Und bei vielen Cookies kann man auch darüber nachdenken, ob sie dann erforderlich sind. Und die, ach so, das kommt später nochmal, das lassen wir mal eben.
Und wenn ich eben nur notwendige Cookies habe, wie gesagt, bei Gelb, überlegt euch selbst, was notwendig ist oder nicht, dann braucht ihr nicht mal einen Cookie-Banner. Und ich habe damals als Konsequenz eben tatsächlich für Easy Rechtssicher quasi auf diese hier umgestellt. Und das hier habe ich gelassen komplett, sodass eben wir dann auch keinen Cookie-Banner mehr haben. Ja, das heißt, ich brauche nicht mal einen Cookie-Banner. Erst recht brauche ich kein Opt-in oder Opt-out. Und dann muss ich aber wohl eben auf die notwendigen Cookies hinweisen. Ja, das war's. Ne? Das ist nochmal hier die Zusammenfassung bei den maximal gelben Cookies. Da könnt ihr euch überlegen, ob ihr mehr Anwalt oder Online-Unternehmer sein wollt. Bin mal gespannt, wer sich für Anwalt entscheidet. Und dann noch ganz kurz Nudging. Das ist jetzt ein bisschen kurz gekommen, aber da kann man im Grundsatz sagen, relativ klar ist, es gibt so eine dänische Entscheidung, die sagt, Zustimmungs- und Ablehnungsbutton müssen gleich groß, gleich prominent sein und alles darunter ist unzulässig. Das Landgericht Rostock hat für Deutschland bereits entschieden, dass wenn ich in die Einstellung muss, um abzulehnen, dann ist das unwirksam. So, wo genau welches Nudging, also darf ich einen grünen und einen roten, darf ich einen grünen und einen weißen oder einen grünen und einen grauen, einen roten und einen grauen und so weiter und so fort verwenden, alles unklar. Aber man muss sich zumindest, ja, da wäre ein Fall, also bei der gleich großen Abwahlmöglichkeit müsste ich jetzt als Anwalt sagen, das passt. Alles andere müsste ich als Anwalt sagen, da fängt das Risiko an. Wie viel ihr da gehen wollt, müsst ihr wissen. Hier habe ich noch mal ganz kurz aufgeschrieben, wer sich, ich weiß gar nicht, das kann man wahrscheinlich nicht kopieren, aber Opt-in-Cookie-Banner kann man sich vielleicht auch merken. Da findet ihr nochmal ganz, ganz viele Geschichten. Übrigens auch nochmal eine Zusammenstellung der Cookie-Ampel, also welche Cookies das genau betrifft. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Klar ist, das will ich noch kurz erwähnen, Easy Rechtssicher hat dafür auf jeden Fall eine Lösung. Und wir haben jetzt auch neu eine Partnerschaft mit einem automatisierten Cookie-Banner. Das ist, ich weiß nicht, ob das jemand anders einen kennt, ist für mich der einzig automatisierte Cookie-Banner. Du gibst nur deine Website an, dann wird sie auf Cookies geprüft. Du kriegst deinen Cookie-Banner zugestellt, du baust ihn ein und er bleibt aktuell. Das ist, glaube ich, aktuell jedenfalls nach dem, was ich weiß, das automatisierteste, was es gibt. Und deswegen haben wir uns da auch zusammengetan und das kriegt man da jetzt sozusagen beides. So, das war's. Dann mache ich mal das aus und dann seht ihr euch quasi wieder selbst in diesem wunderschönen Raum und ich beende mal die Freigabe. Geht das? Oder ist die jetzt beendet? Die ist schon beendet. So, vielen Dank. Ah, dann bin ich jetzt wieder ich. Genau. Gut. Vielen Dank für deinen aufschlussreichen Vortrag. Jetzt schauen wir noch kurz. Hat noch jemand kurz eine Frage? Dann soll er bitte auf die Bühne kommen. Ja, auf da kommt Bühne der kommen. Nico. Oh, ja, ja. Genau. Sehr so. Schön. Einen Moment noch. Ich habe immer noch eine Frage, ist ja klar. Gerne. Nein, das ist ja auch gut. Also es ist nur ungewohnt, dass man auf die Bühne geht, um die Frage zu stellen. Aber das ist halt im Metaverse anders als in Real World. Ja. So sieht's aus. Also erstmal vielen Dank für die Infos. Liebe Grüße an deine Tochter und maximale Genesung für alle Betroffenen an dieser Stelle. Ja. Das Erste. Das Zweite ist, ich muss nur zur Sicherheit nochmal nachfragen. Ich habe verstanden, wenn ich nichts analysiere, die Logfiles nicht auswerte, die standardmäßig vom Server gegriffen werden, also die kann ich ja, wenn irgendwas ist, könnte ich ja reingucken, aber das tue ich nur, wenn irgendwas kaputt ist. Dann brauche ich keine, ach süß, da ist sie ja, Hallöchen. Also dann brauche ich keinen Cookie-Banner, hast du gesagt. Ich bin ja, du weißt ja, ne, ich bin ja bei dir unter Vertrag, ich habe, also da steht dann auch so, ne, da gibt es ja Auswahl, wenn du das hier sagst, du machst das alles nicht, dann brauchst du gar keinen. Prinzipiell gut, wenn ich es dennoch mache, laufe ich aber nicht Gefahr, abgemahnt zu werden, weil ich es mache, oder doch? Nochmal ganz kurz, also wenn du...
Wenn ich eigentlich keinen brauche, nach der Vorgabe, die du gesagt hast und auch nach deiner Klickstrecke, die du analysierst, ich eigentlich keinen brauche, und trotzdem einen setze, kann ich dann abgemahnt werden, weil ich einen setze? Wenn du einen Cookie setzt, kannst du abgemahnt werden, oder was meinst du? Oder wenn du trotzdem einen Cookie-Banner zeigst? Das Letzte. Ach so, ja. Das ist eine spannende Frage, aber eher nein. Ja, weil es geht ja gerade darum, ne, um die Leute, die jetzt hier gerade irgendwie alles Mögliche sammeln und dann hier klagen, weil das nicht irgendwie richtig funktioniert, wobei ich mir ziemlich... Nein, also das wäre jedenfalls arg problematisch. Lass mal eben ganz kurz, ich bin gleich fertig und dann gehen wir. So, das wäre arg übel, aber in der Theorie könnte ich dir folgen und könnte sagen, natürlich, dann setzt du jetzt einen Cookie, weil der Cookie-Banner hat ja einen Cookie gesetzt. So, und der wäre ja an sich unzulässig, weil er in deinem Fall gar nicht erforderlich wäre. Aber dafür abgemahnt zu werden, also dann würdest du zumindest ins Kuriositätenkabinett der DSGVO-Rechtsprechung eingehen. So, also aber normal würde ich meinen, nein. Aber alles klar. Dann hoffe ich, dass der Plugin bald für Joomla 4 rauskommt, dann kann ich einige Seiten schon umstellen. Ja, ist in Arbeit auf jeden Fall. Alles klar, bis dann, danke dir. Gerne. So, haben wir noch eine Frage? Nein. Traut sich doch keiner auf die Bühne. Scheint nicht der Fall. Gut, ja, dann vielen herzlichen Dank. Und dann noch ganz viel Spaß jetzt. Ja, werde ich haben. Gut. Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim nächsten Vortrag. Der beginnt dann da gibt es lauter Hand hoch. Ja. Genau. Sie applaudieren dir.